Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr bei GIMP eine neue Schriftart hinzufügen könnt. Logischerweise müssen wir uns also zuerst einmal eine neue Schriftart herunterladen. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, dann gibt es da verschiedene Seiten, wo ihr das machen könnt. Beispielsweise gibt es eine Seite, die heißt der Font. Ich packe euch den Link dazu auf jeden Fall auch oben in die Videobeschreibung. Denn hier ist dann auf jeden Fall der Vorteil, dass das Ganze auch in der TrueType Schriftartendatei heruntergeladen wird. Und wir können das jetzt anschließend ganz einfach in GIMP einfügen. Das erste, was wir jetzt also machen müssen, ist, dass wir eine oder mehrere Schriftarten hier rauskopieren. Dann gehen wir hier auf den lokalen Datenträger C. Als nächstes dann in die Programme und zu GIMP 2. Hier oben in der Suchleiste suchen wir jetzt nach Fonts. Wir geben also einfach Fonts ein, drücken dann Enter und dann öffnen sich hier auf jeden Fall verschiedene Sachen. Wir müssen dann genau diesen hier wählen, C, Programme, GIMP 2, Share, GIMP 2.0. Da gehen wir dann logischerweise als nächstes rein und hier erscheinen dann die ganzen Schriftarten, die man schon hinzugefügt hat. Bei mir sind das ja jetzt schon einige, bei euch ist dieser Ordner wahrscheinlich noch leer. Also machen wir jetzt einen Rechtsklick hier in diesen Ordner rein und klicken einfach auf Einfügen. Ich habe die Schriftart jetzt hier schon drin, deshalb mache ich einfach mal Dateien im Ziel ersetzen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr hierfür auch die Administratorrechte braucht, dann klickt ihr also einfach auf Fortsetzen und dann habt ihr die Schriftart hier auf jeden Fall schon eingefügt. Der nächste und letzte Schritt ist dann natürlich, dass wir auch in GIMP noch die neue Schriftart auswählen. Dafür machen wir hier einfach mal ein Textfeld. Hier oben sehen wir ja die Schriftart, die wir jetzt gerade benutzen. Da kann ich einfach mal die neue eingeben. Das wird mir dann auch direkt schon vorgeschlagen. Ich wähle da jetzt einfach mal eine von denen aus und dann muss ich jetzt hier einfach nur noch einmal Tab drücken und dann kann ich auf jeden Fall schon mit der neuen Schriftart schreiben. Falls ihr also noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt die gerne einfach in die Kommentare. Ansonsten Kuss fürs Zuschauen und haut rein.